Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich freue mich auch voll, weil ich darf euch heute ein Bild zeigen, das ich unbedingt haben wollte von Diamond Art Club. Ich habe es gesehen, als es rausgekommen ist und ich war aber leider nicht schnell genug und habe es nicht ergattert und musste jetzt warten auf den Restock und den gab's. Und ja, ich fand das Bild einfach so toll. Ich musste es einfach haben. Ich kann mir gut vorstellen, es gefällt vielleicht nicht jedem, aber soll es ja auch nicht, soll es ja in erster Linie mir gefallen. Aber ich zeige es euch auf jeden Fall. Es ist ein ganz großes Bild. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ihr seht, wir haben ein Bild mit eckigen Steinchen, was wir hier an dem Viereck erkennen. Und tada! Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr es überhaupt von der Entfernung erkennen könnt. Ich weiß nicht, wir packen jetzt einfach mal zusammen auf. Ich zeige es euch jetzt gar nicht mal ganz genau, sondern ihr dürft euch überraschen lassen, was da rauskommt. Also ihr seht, es ist ein großes Bild. Ich kann euch ja schon mal verraten, es hat die Größe von, muss ich selber nochmal gucken, 98 x 70 cm, also ordentlich groß, aber ich wollte es unbedingt haben, weil es mir so gut gefällt. Es erinnert mich an was und das erzähle ich euch nachher gleich. Es erinnert mich an einen Roman, den ich gelesen habe, und zwar Frühling in Paris heißt der Roman. Ich durfte den vorweglesen, bevor er erschienen ist, und bewerten. Also, und ja, es war ein wirklich sehr, sehr schönes Buch und es hat mich total angesprochen, weil damals, als ich noch ganz viel gelesen habe, jetzt im Moment höre ich ja mehr Hörbücher, weil entweder painten oder lesen, ne? Buch und painten geht leider nicht. Und damals habe ich auch noch viel gebacken. Ich habe ja euch mal erzählt, ich habe ja auch einen Backblog betrieben, in dem ich ganz viele Rezepte vorgestellt habe von Kuchen, Torten und Gebäck. Und ja, und da ging es halt drum um eine, die nach Paris zieht, dort ein Laden erbt und dort quasi Macarons anbietet. Und ja, ist eine ganz tolle Geschichte. Und sie lernt dann ihre Nachbarn kennen und verliebt sich dann. Und ja, hier haben wir das Toolkit. Also ist es eher so ein Chiclet-Roman. Hier haben wir einmal das Bild. Und ja, ich zeige es euch jetzt mal wirklich, würde ich sagen, im Genauen. Da muss ich euch nochmal rannehmen. Ja, das ist das Bild, und zwar heißt es Bathroom in Paris von Olga, Artbeat Studios. Ja, wie gesagt, das ist 98 x 70 cm groß und das hat mich so angesprochen. Schaut euch mal das Bild an, was für eine schöne Stimmung hat. Wir schauen es uns jetzt direkt einfach mal an. Fangen wir an mit dem Toolkit. Das ist schon ein bisschen aufgeplatzt hier. Ich würde auch sagen, die Tüte brauchen wir auch gar nicht mehr aufheben, weil es ja hier kaputt. Holen wir es hier unten raus. Ja, da ist schon einiges hier passiert. So, jetzt aber. Fangen wir an mit der Pinzette. Wir haben hier einmal die gebrandete Pinzette von Diamond Art Club. Schön spitz, aber nicht zu spitz. Also es gibt noch spitzere. Die mag ich aber sehr gerne. Ist auf dem nicht, kein so ein starker Drill, ne? Dass man Schmerzen in den Fingern bekommt. Dann haben wir hier das weiße Schiffchen mit einem kleinen Stöpsel, damit uns die Steinchen nicht flöten gehen beim Schütteln. Ja, ich mache ihn am liebsten so rein. Macht ihn ihr lieber so rein? Oder so, ich mache ihn irgendwie gerne so rum. Ja, habe ich mir irgendwie angewöhnt. Das gibt es einmal. Dann haben wir hier mehrere Aufsätze. Ich glaube, das ist ein Sechser und ein Vierer. Sehr gut, ich liebe den Vierer-Aufsätzer. Zweimal unser Herzchenwachs, wie ihr es kennt.
Das ist übrigens auch sehr gut von der Qualität her, finde ich, dass damit A-Klapp-Herzchenwachs. Und dann haben wir hier ein Washi-Tape, in dem Fall mit so violetten Blümchen drauf. Sehr süß. Dann hier den Stift mit dem Fingerschutz, dem Squishy. Ich mache es jetzt nicht drauf, aber es geht, bei manchen geht es leicht, bei manchen wieder schwerer. Und dann haben wir hier einen passenden Cover, meint auch ein Blümchenoptik. Hier hinten habt ihr den Magneten, ne? Den Gegenmagneten. Und ist auch nicht abgefallen. Ich habe schon zwei Kids gehabt, wo der Magnet abgefallen ist. Und jede Menge Druckverschlussbeutel, weil wir haben ja hier keine Steinchen-Druckverschlussbeutel, sondern wir haben sie ja an der Schlange. Da ist es immer, finde ich, ganz gut, wenn da Tütchen dabei sind. Dann kann man dann auch, wenn man kein Sortiersystem hat, schon anfangen zu painten und die restlichen Steine in so ein Tütchen reinmachen, ne? Hier haben wir die verdächtigte Tüte. Ich zoome euch nochmal raus. So, damit wir uns das Bild auch anschauen können. ja, es ist ja doch recht groß. Machen wir einmal die Schutzfolie raus aus der Schutzfolie. Oh, ich freue mich so, dass ich das jetzt habe. Ey, ich find's einfach so schön. Ich finde es einfach so schön. Sollen wir vielleicht erstmal, oder? Wir wickeln es gleich mal auf. Es ist ja ein Längsbild, das heißt, vielleicht kriege ich es sogar drauf. Wir schauen einfach mal, wie weit, oh, falsch rum, wie weit das Bild hier auf meinem Dings drauf passt, ne? Das sind die Steine. Es sind zwei große Pakete, klar, ist ja auch ein großes Bild. Hier zwei große Pakete. Ah, es passt fast ganz drauf, ne? Hier unten können wir mal. Hier unten, ne? Das sieht man nicht so. Wartet mal, vielleicht kann ich es noch ein bisschen rauszoomen. Geht noch was? Das ist das Maximale, was ich rauszoomen kann. Aber ich kann es ja dann noch mal ein bisschen hochziehen. Oh, uff. Wir haben hier zwei Legenden. Alter Schwede, wir haben, seht ihr das? 79 Farben. Ich nehme euch mal kurz ran für die Legende. 79 Farben. Also das hatte ich noch nicht bei Diamond A Club. So viele Farben. Oh, alter Schwede. 79, ich bin jetzt schon ein bisschen sprachlos, weil ich das gar nicht kenne von Diamond A Club, dass sie so viele Farben haben. Aber vielleicht hat genau deswegen mich das Bild hier auch so angesprochen, weil es, ich finde, vom Rendering nicht so sehr plakativ ist. Also doch auch ein bisschen weichere Übergänge hat. Wir haben hier schön viel auch Color Blocking auf jeden Fall. Ja, hier zeige ich euch nochmal das Originalbild. Ist das nicht schön? Ich finde das so toll, auch mit dem hier, mit dem kleinen goldenen Retriever, der da liegt. Und sie schmökert ein Buch und schaut auf den Eiffelturm, wie romantisch das eigentlich auch ist, ne? Mit den Rosenblättern in der Wanne, den kleinen rosanen Puscheln hier. Und die Blümchentapete, bin ich mal gespannt. Ja, doch, ich glaube, die kommt ganz süß raus. Aber ich glaube, ein mega tolles Bild. Also, ich habe das gesehen und ich wollte sofort anfangen. Ich wollte es eigentlich sofort haben. Wie gesagt, hier haben wir die Sticker. Jede Menge. Hier auch nochmal. Jetzt habe ich sogar, was ich eigentlich cool finde, dass ich es trotzdem zweimal draufdrucken, das Bild. Ne? Dann könnte ich mir rein theoretisch eins auf meinen Behälter, in meinen Behälter reinmachen. Dann weiß ich, dass da das Bild drin ist und eins in mein Logbuch. Weil das kommt ins Logbuch. Das ist schön groß. Mega schönes Bild. Ja. Wahnsinnig toll. Hier haben wir wieder die Broschüre, die ihr wahrscheinlich alle schon kennt, mit dem Rabattcode, mit der Anleitung und der Einladung in die VIP-Gruppe. Hier steht nochmal alles Wichtige drauf. Könnt ihr euch gerne durchlesen. So, wir haben noch gar nicht geschaut, wie viele AB-Farben haben wir denn hier in dem Bild drin? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf AB in Rotton, in Gelbton, in Grün, in Blau und in Weiß. Schauen wir uns gleich an. Ich zoome euch jetzt wieder raus.
das ein tolles Bild? Ist das ein schönes Bild? Ich zoome euch bis zum Schluss. Ach, guck mal, hier ist jetzt noch eine Mieze, die habe ich gar nicht. Das habe ich beim, als ich das Bild mir gekauft habe, noch gar nicht gesehen. Da sitzt auch die Mietz und schaut zu und hört vielleicht der Geschichte zu. Ist das schön. Und der Bademantel hier. Ich nehme mal die Steine runter, damit ihr das auch sehen könnt, was ich hier zeige. Ich glaube, wir machen es mal hier so, ne? Mega toll. Mit den Rosenblättern hier in der Wanne. Rotweinglas in der Hand. So stelle ich mir auch so echt einen gemütlichen Abend vor, in der Wanne zu liegen, tolles Buch zu lesen und ein Gläschen Wein dabei. Kerzen sind an. Früh, ich glaube, das ist auch so frühabendliche Stimmung. Ne? Man sieht hier so ein bisschen den Sonnenuntergang, der so untergeht hinter dem Eiffelturm. Und weil hier auch schon so ein bisschen die Lichter brennen, es ist noch nicht ganz dunkel, ne? Sondern es ist so ein Frühabend. Ja. Und hier draußen der französische Balkon mit dem kleinen Tisch noch dabei. Und ich finde ja den Golden Retriever auch so schön. Meine Lieblingshunde sind tatsächlich auch Golden Retriever und Labrador. Wir hatten früher in der Familie hatten wir einen Golden Retriever. Was heißt immer? Wir hatten einen Golden Retriever, danach hatten wir andere Rassen. Und sie war auch ein ganz besonderer Hund. Von daher verbinde ich das immer. Ja, also ich habe ja noch ein Bild, das auch so sehr groß ist, von Diamond Art Club. Irgendwas mit Kabin hieß das Bild. Und zwar, das ist das Bild auf der Veranda, wo der Golden Retriever auch auf der Veranda liegt und man diesen Schaukelstuhl sieht, ne? Und auch so. Ja, so ein schönes, auch so ein schönes, so ein Wohlfühlbild. Also das ist auch so ein richtiges Wohlfühlbild, ne? Sagt man dazu. Ja, super schön. Voll süß mit der Mietz, das habe ich gar nicht erkannt gleich am Anfang. Und auch hier der Waschtisch und hier die kleinen Flaschen und hier noch ein Bild. Ich glaube, das wird super schön. Ich glaube, das kommt richtig schön raus. Wie ich es painte, sehen wir ja dann mal. Also es ist so gedruckt, wie das Bild auch da liegt. So kann ich es aber nicht painten, das weiß ich jetzt schon. Erstens habe ich nicht den Platz und zweitens, ja, also so zu painten in der Länge finde ich suboptimal. Ja, muss ich mal gucken. Also ich denke, ich werde das wahrscheinlich aufrollen an einer Seite. Und werde dann so painten, ne? Hochkant. Und es dann aufrollen. Ja. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die Steine an. Schade, dass wir keine Sondersteine drin haben. Also, wir haben zwar AB-Steine, aber ich hätte gerne auch mal Fairy Dust-Steine oder sowas. Ich suche mir immer die Kids aus, wo keine Sondersteine. Vielleicht soll ich mir mal ein Bild danach aussuchen. Nee. Irgendwann erwische ich mal eins. Ja, und wenn nicht, ich könnte sie auch selber einbauen. Ich habe ja Fairy Dust Steine da. Aber es gibt noch so andere Steine, die so raus sind oben drauf, wo so cool aussehen. Also wir haben hier das schon bezeichnet. Das heißt, ich kann es wunderbar so weglegen und das Bild vielleicht getrennt aufbewahren. Ich werde es erstmal in Karton zurückmachen. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich meine Bilder aus meinen Kartons rausnehme, weil mir die Kartons einfach zu viel Platz wegnehmen und ich die ganzen Bilder an meine Wand hänge, weil ich habe ja eigentlich eine Garderobenstange, das seht ihr dann, wenn ich meine Roomtour mache, wo ich meine ganzen Bilder hängen habe. Und da baue ich jetzt nochmal eine hin. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen Platz bekommen, weil ich hier so ein bisschen am Rumräumen war. Und ja, ich bin dann hin und her überlegen. Ne? Auf der anderen Seite, wenn man vielleicht nochmal ein Kit irgendwie verkaufen will, lässt sich es vielleicht wahrscheinlich besser verkaufen. Aber eigentlich möchte ich die Bilder, die ich habe, nicht verkaufen. Ich möchte die alle selber painten. Ja, also von daher, mal gucken. Ich überlege es mir noch, wie ich es mache. Ich weiß es noch nicht genau. So, dann schauen wir mal uns die Steinchen an.
boah, Wahnsinn. Wir haben hier Harzsteinqualität. Ich weiß, das rasselt für euch wahrscheinlich unmöglich. Ich muss euch da rannehmen, sonst seht ihr die Steine. Wir gehen sie mal kurz durch. Also wir haben super schöne Qualität. Ihr seht schon, wie das funkelt durch die Tüte durch schon. Ah, guck mal, hier haben wir die erste, haben wir eine AB-Farbe. Die 129, das Gelbton, der Gelbton. Ja, hier, wir haben hier halt viel so Malvetöne hier in dem Bild, ne? Aber ich glaube, das Bild wird richtig Spaß machen. Also wir haben hier wirklich abwechselnde Farben. Hier ist von hinten, ne? Diamond Art Club packt ja die Schlangen nach Füllmenge. Ah, hier haben wir noch eine AB-Farbe. Die 140, ein Blauton. Das ist die Nummer 4. Schöner Bärenton. Und hier haben wir das Grün. 134. Es gibt auch eine Umsetzungstabelle, gell, für Diamond Art Club, wenn man die Steinchen dann aufheben möchte, welche DMC-Nummern das sind. Schön. Ja, ihr seht, wir haben viel rosa, pink und Malvetöne und Brauntöne. Ah, da kommt noch eine AB-Farbe. Von der haben wir deutlich mehr. Das Rot, das könnte ich mir gut vorstellen in den Rosenblättern in der Badewanne. Da gucken wir jetzt noch einmal. Und auch vielleicht mal gucken, wo es noch drin ist. In den Blüten auf jeden Fall vielleicht. Ja, super schön. Boah, diesen Pack. Uiuiuiui, 550, oder? Ja. Also hier haben wir ganz viel so... Also seht ihr, ist bei euch jetzt aus wie braun. Bei mir ist es eher so ein Bordeaux-Rot. 550, ein Violett-Ton. Die Steine sind echt toll. 1, 2, 3. 154. So ein Rotbraun. Schöne Töne. Schade, dass es in der Kamera leider nicht so rauskommen, die Töne, wie sie sind. Braun. Guck mal, hier 327, zwei Stück. Ja, hier kommen jetzt die ganzen Malvetöne, wo man halt viel braucht. Gerade im Hintergrund in der Tapete. Da brauchen wir natürlich viel von den Farben. Ja, also. Haben wir alles angeguckt. Hier fehlt noch was. Zwei, nee, ein Päckchen. 3371, ein Braunton. Da haben wir nur, haben wir drei. Also haben wir überhaupt schwarz? Ich habe noch keins gesehen. Habt ihr schon eins gesehen? Ah, da ist der weiße AB-Ton. Super. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, ich mache mal die Steine auf die Seite. Kann man noch einmal zusammenpacken wieder. Und wir schauen mal, wo sich denn unsere AB-Farben verbergen. Mach mal einmal die 107. Da zoome ich euch jetzt aber wieder raus natürlich. So. Machen wir mal die 107. Das ist die Nummer 1. Haben wir hier ein bisschen drin. Dann auch hier. Habe ich mir schon gedacht. Dass wir es in den Blüten haben. Auch hier in den Blüten ist die 1. Auch hier in den Rosenblättern in der Badewanne sind. Und auch hier im Weinglas. Also passt super. Dann haben wir das Gelb. Das war die Nummer 2. Das ist bestimmt hier bei den Kerzen irgendwo.
So, hier haben wir auf jeden Fall weiße AB, die kleinen. Ja, hier haben wir das Gelbton von den AB-Farben. Und auch hier unten, so, bei der Kerze hier, da haben wir den weißen und den gelben. Überall, wo die Lichtreflexe sind, auch hier. Hier im Hund, der wird ja auch bestrahlt vom Kerzenlicht, haben wir dieses hellgelbe. Und auch hier ganz viel an der Kante von der Badewanne. Da haben wir hier weiße AB-Farben hier. Weiß und hier das Gelb. Ganz viel. Hier auch überall weiß und das Gelb im Glas. Auch das Buch, die Buchkante. Ja, und hier haben wir noch den weißen AB-Ton. Ja, schön. Überall, wo halt diese Lichtreflexe sind, wo das Licht drauf scheint, ne? Sehr schön. Gut eingesetzt, gefällt mir. Aber Diamond Art Club kann das auch. Also ich muss sagen, Diamond Art Club hat zwar nicht so viele AB-Farben. Ich meine, in dem Bild sind es jetzt tatsächlich mal 1, 2, 3, 4, 5. Aber sonst, also ich habe jetzt zum Beispiel Friend of Maidens, da hatte ich zwei AB-Farben. Und jetzt bei Mama Knows Best, wo ich painte, da habe ich nur eine AB-Farbe, klar. Oder ne, sind auch zwei. Also nicht so viel, wie ihr sehen könnt. Ne? Also da gibt es Firmen, die deutlich mehr haben wie Karat Art. Da hast du ja teilweise 8 oder 10 AB-Farben. Ne? Also, und dann schauen wir noch, dann haben wir noch einmal das Blau. Ich denke im Bademantel bestimmt, oder? Ja. Hier im Bademantel haben wir ja nicht viel von dem Blauton gehabt. Auch hier bei den Wolken ein bisschen. Hier das hellblaue Gitter, was ihr hier sehen könnt. Cool, ja, das finde ich auch sehr cool. Und der Nagellack von ihr, da ist auf jeden Fall AB-Ton drin. Und dann auch hier im Blumen, in der Blumenvase. Im Bild nicht oben. Ich habe geguckt, ob im Porträt noch was drin ist, da in diesem im Bild. Aber da ist nichts mit drin. Ja, ihr Lieben, wie findet ihr das Bild? Es würde mich sehr, sehr interessieren. Betrifft das auch euren Geschmack oder ist das so gar nichts für euch? Ich finde es total romantisch, verträumt. So richtig ein cozy Bild, sagt man. Also so ein Wohlfühlbild. Absolut meins. Das kommt auch, wenn es gepainted ist, ab hier in mein Kreativzimmer. Es passt zwar eigentlich tatsächlich in ein Badezimmer, ne, aber ich habe den Platz nicht. Erstens das. Und zweitens passt es in mein Zimmer auch, weil es so romantisch und verträumend und so spielt es. Ja, absolut. Und ja, lasst mir gern euer Feedback zu dem Bild da. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auch einen Daumen nach oben gebt. Like gern das Video, kommentiert. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber. In diesem Sinne, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Freu, 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 ja. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.